Hallo Leute, mein Name ist Gavax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Project Ozone 2. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und Lupus hat ja jetzt in der letzten Folge sich zusätzlich nochmal darum gekümmert, dass wir viel Energie haben. Beziehungsweise eigentlich wollte er sich jetzt um Energiekabel kümmern. Das ja, wir können wir aber gerade noch nicht. Genau, wir brauchen besser Kabel, weil wir produzieren gerade oder können viel Strom produzieren. Genau. Aber wir können ihn nicht transportieren. Genau. Also wir sind momentan limitiert, was die Kabel angeht. Weil Ziel jetzt dieser ganzen Unternehmung war erstmal eine Quarry zu bauen. Damit wir hier vielleicht unten in der Höhle oder mal gucken, wo wir. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten, hier erstmal irgendwie die Quarry aufzustellen, dass die für uns erstmal ein bisschen minert. Ja, das ist sowieso hässlich hier, also von daher. Ja, damit das hier alles mal ein Block wird, dass wir hier, keine Ahnung, die Hallen von Moria bauen oder sowas. Genau. Die bauen wir jetzt erstmal. Also ich werde mich jetzt mal darum kümmern, dass die Quarry gebaut wird. Und das Problem Lupus ist, genau. Was würdest du sagen? Ja, das du sagtest ja, ich brauche das Magma-Ding. Ja. Das Problem ist, ich brauche dafür Nether Bricks. Nether Bricks? Ich habe doch Nether Racks mitgenommen. Mit Nether Rack mitgebracht. Hast du aus Soulset, also Seelsand mitgebracht? Weiß ich nicht. Wie sieht das nochmal aus? So braun mit Köpfen drauf. Weil dann muss ich erstmal einen Induction Smelter bauen. Dann habe ich jetzt aber wieder das Problem, dass ich keine Ivas. Ich baue erstmal die Quarry. Ich habe keine Inva. So, das war hier Stone Wood. Okay. Ich muss da jetzt erstmal Holz. Nickel oder Ferrous Ingot mit Eisen. So. Mir ist egal, ich baue jetzt erstmal. Habe ich überhaupt? Holz. Dafür brauche ich erstmal Sticks. Dafür machen wir das so mit den. 6. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich schätze jetzt gerade nur. Ich glaube, das war einmal mit Eisen. Sehr schön. Ich habe weder Nickel noch. Ferrous Ore. Oh, ein Ferrous Ore. Ja, geil. Damit kann ich nicht. Immerhin. Damit kann ich aber. Komme ich nicht weiter. Ich kann keine Invas bauen. Keine Invas. Ja, scheiße. Achso, erst aus Stone. Okay. Ja, gut. Dann, das heißt, ich gehe mal in den Keller und. Geh mal eine Runde hacken, ne? Du gehst in den Keller? Ja, es ist. Ich brauche Ferrous andersweitiges Zeug. Ich komme so nicht, ich kann so nicht weiterarbeiten. Okay. Ja, dann mach. Ich bin gerade ein bisschen limitiert gerade. Ich nehme aber eben noch Wasser mit. So, davon brauchen wir. Da irgendwo wieder Lava ist. 3 Stück sehe ich gerade. Okay, und das andere wird wahrscheinlich genauso gebaut. Oh, da fällt mir ein. Kann ich hier wieder was ernten? Das ist sogar einfacher. Okay, davon brauchen wir 2 Stück. Ja, haben wir denn jetzt noch genug? Da sind noch Goldblöcke. Okay, aber so viel Gold haben wir auch gerade nicht mehr. Das ist schon. Da fällt mir ein, wie kriege ich denn jetzt eigentlich. Und Diamant. Oh, goldig. Das ist ja jetzt ärgerlich. Iron Seeds. Nico Seeds, Iron und Imperial Essence. Imperial Essence. Brauche ich die Essence? Brauche ich die Essence? Okay, wie kriege ich den? Ernsthaft? So. Ich brauche Goldblocken, Diamanten. Oder ein Emerald. So. Dafür bräuchte ich 3. Und 2-mal. Ach, warte mal. Ich glaube, diesen Stone muss man selber nur einmal bauen. 2 Stück. Ich probiere das mal eben. Weak und Fusion Stone. Mimikrescence habe ich. Ich hoffe mal kurz einen, die. Hast du die Diamanten rausgenommen? Ja. Okay. Dann ich opfer mal eben einen Emerald. So. Ja, ich baue hier gerade diese ganzen Zahnräder-Geschichten. Mach da. Ein Redstone. Ja, die Curry ist gleich fertig.
So, So, jetzt muss ich mich mal eben da am Ende davon lustig. Okay, Quest Update. Das geht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Die konnte man aber einfach so abbauen. Da mochte man jetzt keine spezielle, kein spezielles Werkzeug, ne? Die Quarry. Um die abzubauen. Also wieder abzubauen. Nee, da kannst du, einfach eine Pickaxe nehmen. Okay. Ja, weil es gibt ja manche Maschinen, die müssen speziell. Ja, ich weiß, was du meinst. Abgebaut werden. Nee, zum Glück nicht. So. War das bei dieser Quarry nochmal so, dass du vorher so Fahnen stecken musstest, wo er abbaut? Bitte, oder was? Ja. Oder? Ja. Okay. Ja, das heißt. Wie hießen die denn noch? Sekunde. Da sind sie. Landmark. Ja, okay. Die brauchst aber nur Redstone Torch und ein Lapis. Das haben wir. Land. Achso. Ah, okay. Brauche ich nur eins oder pro Ecke eins? Was war das nochmal? Du brauchst drei Stück insgesamt. Eine vor der Quarry. Ja. Und zwei in den Ecken. Und den letzten, den sammelt, den holt er sich selber. Hatten wir nicht irgendwo Redstone-Fackeln noch? Hatten wir nicht irgendwo Redstone-Fackeln? Nee, ich habe keine gebaut. Okay, aber Lapis haben wir da. So. Also das ist erstmal drei Stück, sagst du, ne? Das ist der Weak Infusion Stone. Den habe ich so gebaut. Na, verdammt. Den Weak Infusion Stone. Das Problem ist halt jetzt nur, ich muss ja erst die Stelle aufmachen, aufbrechen, da wo er ja. Achso, so groß ist das gar nicht, sehe ich. Wo kriegt man denn Air- und Fire-Essenzen her? Nature-Essenzen. Nature-Seeds. Keine Ahnung. Da fragst du den Falschen. So, ja, ich mache hier mal ein bisschen gerade diese Linien frei. Und was sagtest du, wo soll ich das genau setzen? An den Ecken? Ach, ich brauche Nature Seeds. Ich hab die Quarry schon ewig so nicht mehr benutzt. Das war, ich weiß nur noch, warte mal. Mucoseeds, Lipet, Potatoes. Nee, also vier Potatoes, vier davon und eine Mimikoseed. Davon habe ich. Gut, ich muss mir gleich mal vier Kartoffeln klauen. Ich komme. Also hier fehlt eher noch RF jetzt. Also. Ach, hast du ja schon. Ja, perfekt. Genau, und wo muss ich die hinsetzen? Hier was. Also, das war das Feld, was er vorher am Anfang schon direkt hatte. Ja, nee, da musst du die erst abreißen. Was? Du musst die Quarry abreißen. Du musst erst die Landmark setzen und dann die Quarry. Achso. So. Na, jetzt hast du sie. Ja, gut, im Grunde reicht die Größe ja. Also, du fängst ein, da wo die Quarry stehen soll, einen davor. Ja. Da muss einer hin. Also, sprich, wenn da die Quarry steht. Ja. Nee, okay, dann steht die Quarry jetzt hier. Geh weg da. Dann steht sie jetzt hier. Mhm. Weil die steht hinter dem Landmark. Ja, meinetwegen. Achso, und dann nochmal in die Ecken, ne? Sekunde, wo rennst du jetzt hin? Der hier rein. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, ich bin hinter dir. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst nach da hinten gerade. Nee. Wo hast du den denn jetzt gesetzt? Noch gar nicht. Achso. Dann würde ich den jetzt hier hinsetzen, da. Ja, dann muss der andere hier, wo ich stehe, hin. Was? Da, wo ich stehe. Hier, da muss der dritte hin. Hä? Ach so, ja, verstehe. Den letzten Punkt holt er sich selber. Da musst du da einmal Rechtsklick drauf machen. Zack, dann siehst du, ist verbunden. Ja, ah, okay. Und jetzt kommt hier die Quarry hin. Na, ist aber ein bisschen kleines Feld. Ja, gut, dann. Also ich, normalerweise, ich würde, das Feld anders setzen. Kann man das nicht einfach so, wie das eben gerade Standard war, lassen? Warte mal kurz. Ja. Warte mal hier. So, wir machen da die Da kommt die Quarry hin. Mhm. Hier den ersten Mark. Und ich würde das nicht unter unserer Base, sondern hier in die Richtung. In die Richtung würde ich irgendwo den ersten setzen. Warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken. Bin ich richtig? Ja. Wie groß soll denn das Loch werden? Ach, keine Ahnung. Mach ein bisschen erstmal. Wir brauchen ja hauptsächlich erstmal Strom hier unten, ne? Jo. Also RF-Strom hier rüber.
Können wir nicht die ganz normalen Pipes nehmen? Die was? Erstmal die ganz normalen Pipes. Die Flugstack musst du nehmen. Das kann ich nicht hier die normalen Quarz- oder Iron-Pipes oder sowas nehmen? Oder Stein? Nee, die Redstone. Damit kannst du keinen Strom transportieren. Hä? Klar. Die von Buildcraft? BC Transport? Klar. Das sind diese Laser, die übertragen per Laser-Elf. Ja, aber die transportieren bloß 2500. Ja. Wie viel brauchen wir denn? Da kannst du genauso gut auch die Leadstone bauen. Die transportieren 4 oder 3. Leadstone? Ja, erstmal besser als gar nichts, oder? Also bevor du jetzt hier gar nichts benutzt. Ich würde die Leadstone Flagstaff bauen. Ja, dann mach das. Von Thermal und Lead Ingot haben wir doch. Okay, ich baue sie und du setzt den letzten Marker. Okay. Und du rennst jetzt in die Richtung? Ja, gibst du mir mal. Bis zum Blauen und dann rennst du nach oben. Gib mir mal den Marker. Das ist, Gib mir den Marker. Ich hab den nicht. Ich hab den Marker gegeben, klar. Ach, der steht da noch. Ach so, den Marker, meinst du? Nee, Sekunde, du rennst in die falsche Richtung. Ja, hier steht aber noch einer. Ach so. Ich dachte, den hättest du abgeräumt. So, wo soll ich jetzt den Marker? Was meinst du jetzt? So, du gehst da zu den. Und jetzt? Und jetzt buddelst du nach vorne. Bis du meinst, das ist genug und da setzt du dann den Marker. Mhm. Und dann klickst du den hier vorne nochmal an. Ja. Sekunde, hier, ich gebe dir noch die Query. Zack. Die kannst du dann aufstellen. Jo. Einfach den Gravel wegmachen, ne? Dann baue ich mal eben schnell Redstone Pipes. Ja, soll jetzt erstmal nicht so riesig werden hier. Soll ja erstmal die erste. Zwei Lead und Redstone. Erste Query werden. So, und jetzt, welchen Block muss ich andrücken? Erst wenn ich die Query gesetzt habe. Du musst den Gravel. Achso, du musst den auf der Ecke draufdrücken. Nee, erst draufdrücken. Erst muss das Netz stehen und dann setzt du die Query. Boah, das hat sich irgendwie verändert so damals, ne? Nee, das war schon immer so. Sicher? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr drin erinnern, dass das so gemacht werden musste. So. Ja, aber jetzt fehlt irgendwie, jetzt habe ich hier 3 Stück, aber der hintere Laser fehlt. Nee. Oder ist das, soll das so? Nee, das soll so nicht sein. Jetzt. Okay, nochmal anklicken. Alles klar. Ja, einfach. Passt. 6 Chunks, ja, gut. Okay. So, jetzt. Daneben stellen wir eine Kiste. Ja, und dann musst du die mit Buildcraft Bytes verbinden, erstmal, ne? Ja. Die Kiste mit der Query. Und ich bin eben noch dabei. Hab ich noch Glas? Ich meine, das. Upala. Das ist jetzt unsere erste Query. Das ist jetzt. Ich will jetzt nicht das Quite Glas. Muss jetzt nicht super schön werden hier. Muss nicht? Kein. Es muss ja kein Schönheitswettbewerb gewinnen hier. Nicht? Nicht. Warum nicht? Und in der Kategorie schönste Query gewinnt. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, warte mal. Dann baue ich doch einfach hier runter. Ach so, wenn du da von da kommst, dann setze ich die Kisten mal hier irgendwo hin. Ach so, diese Marker, die lässt er dann liegen, ne? Muss man die wieder einsammeln. Stimmt, ja, die kannst du wieder einsammeln. So. Ja, aber dann hätte man ja theoretisch auch das vordefinierte Feld nehmen können. Ja, aber das ist ja sehr viel kleiner. Ja, so viel kleiner war das jetzt auch nicht. Das vordefinierte Feld ist ein Chunk. Okay. Ja, jetzt haben wir 6. Ja, siehst du, 6 mal so viel. Wow. Zack, Strom ist da. Oh. Und brennt das? Nee, das funktioniert so nicht. Achso, hä? Nee. Hä? Ich hab doch noch nichts angeschlossen. Achso, die willst du von. Achso, die. Mal, arbeitet die gerade so schnell oder? Ja. So vor? Hä, wie macht die das denn? Und das, obwohl so wenig Strom da transportiert wird im Prinzip. Ja, und wo landen jetzt die Items? Noch gar nicht. Jetzt zerstört er erst nur, glaube ich. Oder Sekunde, ich nehme mal eben den Strom raus. Was braucht man jetzt zum Übertragen? Buildcraft Pipes. Die Buildcraft Pipes. Ja, das ist zumindest das, was mir gerade einfällt. Weil wir haben ja noch keine Ender Pipes. Ja, du meinst die Transport Pipes, ne? Mhm.
Ich glaube aber, da war dass das jetzt. Ich erst Wooden und dann Stone, ne? Man kann es auch gleich Cobblestone herstellen. Die sind alle gleich schnell. Nee, aber das ist doch zum Reinfließen brauchst du doch irgendwie eine. Zum Rausziehen oder Reindrücken brauchst du doch irgendwie eine Wooden vor, glaube ich, ne? Ganz am Anfang. Ist das immer noch so? Ich meine schon, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mit den Pipes überhaupt nicht mehr gearbeitet. So, ich meine schon. Also der letzte Stand, den ich weiß. Aber soweit ich weiß, zerstört er jetzt erstmal alles, um das Gitter herzustellen. So, ach so. Ja. Haben wir denn noch irgendwo Glas? Oder? Habe ich im Inventar. Ja, toll. Da liegt's gut. Ja, Entschuldigung, weil ich das gerade hier. Weil ich das für die Dinger brauchte. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber doch müsste ja eigentlich für die. Ja, ich so viele brauche ich jetzt nicht. Fünf Pipes brauchst du im Prinzip. Ja. Nee, warte mal. Nee, du brauchst mehr. Ich baue jetzt 16 Stück. Nein, ich überlege gerade, weil ich glaube, du musst bei der Quarry von unten ran. Was? Okay. Ja, ich glaube schon. So, und dann baue ich noch mal eine Wooden, weil ich meine, das war irgendwie mit Wooden, dass nur die zum Rausholen ist. Ja, und das glaube ich nämlich nicht. Ach du Scheiße! Was denn? Quarry anhalten. Ach du Scheiße. Kommt gerade der Fluss runter. Ja, Moment mal. Wo ist denn das Loch überhaupt? Ach, da hinten? Wie kommt man denn da hin? Okay, ich gehe andersrum. Ich werde mal hier einen Stamm, einen Damm, nicht einen Stamm, einen Damm bauen. So, das ist da, wo du stehst, ne? So, sicher, dass das von unten kommen muss, oder? Ja, das, ich bin der Meinung, bei der Quelle. Wieso steht da eine Fackel im Wasser? Achso, das sieht so aus, als würde da eine Fackel im Wasser stehen. So, kommt noch Wasser durch? Ja, warte, ich reiß es gerade. So, ich hab's behoben. Ich hab's gefixt. So, Warte mal, ich mach da eben noch mal ein paar Steine von hier oben rein. Ganz ehrlich, ich würde es jetzt einfach erstmal probieren, ob es jetzt so geht. Ja, ich komme. Ich meine nämlich, das muss erst einen Wooden haben, damit es rauskommt. Und dann Cobblestone. Egal. So, kannst du mal Strom wieder ansetzen? Ja, ich komme. Wenn ich mal gucke, ob das jetzt. Ja gut, er muss ja jetzt erstmal zerstören, ne? Ja, ja. Immer noch. Dauert natürlich einen kleinen Moment noch. Und eventuell. Achso. Ich wollte sagen, ich höre schon wieder Wasser, aber. Oh, das dauert jetzt eine ganze Weile. Wie viel Strom produzierst du denn pro Tick gerade? Eine ganze Menge. Reicht es denn für die Quarry? Sagen wir es mal so: Der Hitzegenerator läuft nicht mal. Hey, kommt 120.000 RF durch. Oder 180.000. Ja, das ist das, was in den Dingern gespeichert ist. Schau mal, verbraucht die Quarry gar nicht so viel. Eigentlich die, also diese Leadstone transportieren bloß 20.000 pro Tick. 2.000 pro Tick. Die Quarry verbraucht scheinbar genau 2. Oh, leck. Oh, da hinten kommt Wasser durch. Was denn? Baut der schon ab? Nee, noch nicht. Oh. Weil ich kriege hier noch keine Items. Nee, weil das Ding ist. Nee, der baut noch nicht ab. Der ist immer noch dabei, das Gerüst aufzubauen. Immer noch? Ja, erst wenn dieses schwarz-gelbe Gerüst verschwindet. Dann. Achso, die Sachen da drin, werden die gelöscht, oder? Ich glaube ja. Ja, das ist aber auch Items hier, ne? Ja, aber Sekunde, der lässt die alle stehen, sehe ich gerade. Ja, dann können wir die dann. Der baut nämlich drumrum. Creeper. Es kann sein, dass er sie dann. Es kann sein, dass er die dann nachabbaut. Das ist aber neu, das kannte ich auch noch nicht. Ich kenne das so, dass er erst das Gerüst aufbaut und dadurch dann halt alles zerstört. Boah, das ist mir so peinlich, dass ich das überhaupt nicht mehr weiß, ne? Ich hab damals. Weißt du, wie lange das bei mir ist? Ja, ich hab das auch damals, so viele Queries aufgebaut. Und jetzt weiß ich gar nichts mehr drüber. Oder ganz wenig nur noch. Aber wenn man da so jahrelang raus ist, ne? Oh, Gold. So. Ich hab Gold gefunden. Gold! Ja, jetzt baut er das Gerüst auf. Und jetzt müsste er auch. Ja, jetzt hau da mal ab. Schnell. Sonst kriegst du Schaden.
Wegen dem Laser. Nee, der macht keinen Schaden. Okay. Shit, der ist blockiert. Ja, wegen dem. Okay. Fledermäuse! Wegen diesem blöden Gravel, der sich jetzt hier reingeschoben hat. Ja. Ich hoffe, das hat jetzt die Quelle nicht geschrottet. Ich schaue dir mal. Oh, lol. Hm? Ja, lol, wie schnell. Ja, toll, wir müssen die Quelle neu setzen, glaube ich. Nee, mach mal Strom ab und Strom wieder ran. Ah. Oh. Ja, super. So, siehst du? Läuft schon. Okay. Hey, die ist aber schnell. Ja, hier siehst du, läuft schon. Aber jetzt probiere ich mal aus, ob das wirklich, wie du meinst, mit. Ja, tatsächlich Stone reicht. WTF. Ja. Also, ich hatte in Erinnerung, dass man immer erst irgendwie Wooden machen muss und dann. Nee, das hat er irgendwann mal geändert. Ja, fließt natürlich jetzt nur unglaublich langsam. Dann baue ich hier. Ist ja nicht so schlimm. Solange mehrere, sage ich mal, da drin sein können und das jetzt nicht. Was denn? Guck mal, alles, was nach oben geht, da oben die Ecke, irgendwie staut sich das da? Stimmt da irgendwas nicht? Weil da geht immer nur einer zur Seite weiter. Mit was siehst du das? Was denn? Was meinst du? Also hier oben die Ecke. Da staut. Du meinst jetzt die Pipe? Genau. Ja. Wo gehen denn die ganzen Sachen hin? Ach, achso, die gehen in die allererste. Die gehen erstmal in die Kiste, ja, weil ich sehe bei mir ganz viele Items da oben in der Ecke hängen. Okay, nee, das ist ein Bug bei dir. Ja, irgendwie schon. Bei mir fließen die ganz normal. Okay. Die fließen bei mir in die Kiste. Also ich stelle jetzt noch ein paar mehr Kisten hier hin, auch oben drauf, dass wir da ein bisschen Buffer haben. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell ist, die Query. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie gerade so viel Strom hat. Also, ja. Eigentlich nicht, aber. Also sie hat Maximum Strom eigentlich gerade. Hm. Also, ich weiß nicht, Schama, ist die mal. Ich wollte gerade sagen, die ist genervt worden. Kann aber auch hier am Modpack liegen, Gamax. Ja, das kann gut sein. Dass das alles ein bisschen runtergesetzt wurde. Ist ja schon fast zu einfach. Was? Ja. So wie fast. Wir uns hier anstellen, dass ich das sage. Oh, das ist alles zu einfach. Genau. Könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Oder ist es aber schon. So, zack. Ey, ich wollte Nature Seeds bauen. Ich hasse, dass das Inventar so schnell voll gemüllt ist wieder mit irgendwas, was man gerade. Du hast doch garantiert drüben Kartoffeln, oder? Was habe ich? Du hast doch garantiert Kartoffeln hier drüben. Ja, im kleinen Häuschen. Da müssten gebratene Kartoffeln noch im Ofen stehen. Ich will aber keine gebratenen, ich will rohe. Ja, witzig, gebratene sind besser. Ach, dann nehme ich mal vier Karotten. Hallo! Hier, die Kiste. Hier sind Sachen drin. Ja, aber ich will keine gebratenen Kartoffeln. Ich will rohe Kartoffeln. Du isst jetzt deine gebratenen Kartoffeln. Nix da. Ihr würdet sich nicht ausgesucht. Doch deinen eigenen Kartoffeln. Echt, ey, weißt du, ich mach dir hier schöne Ofenkartoffeln und die will er nicht. Echt, ey, dann verhunger doch. Ess meine Kartoffeln nicht. Schönen Ofenkartoffeln mit Salat, mit Salat, genau. Mit Quark. Und das will er nicht. Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder fertig gewachsen. Übrigens, die Felder muss ich dann auch mal updaten, dass ich darüber nochmal so eine Sprenkleranlage baue und sowas, dass das alles noch schneller wächst. Plus automatischen Harvester, das war dann schön. Ja, das müssen wir auch irgendwann hier mit den Magical Seeds machen. Mhm. Das wird lustig. Genauso muss ich die Seeds hier auch nochmal wieder analysieren. Wahrscheinlich sind da jetzt auch Stufe 3 und sowas. Oh, erstmal was essen. Genau, und dann erst das mal was. Haben wir eigentlich noch Mimikos-Seeds? Den hatten wir doch eine Menge, eine Zeit lang. Ja, aber ich würde sagen, dass wir erstmal die Folge für heute beenden können. Ich finde es schon mal schön, dass wir jetzt die Query angeschmissen haben, dass wir da jetzt ein paar Ressourcen kriegen. Vor allem auch sowas wie Diamanten, was wir gerade ein bisschen Mangelware haben. Ah, jetzt weiß ich, wo die Wasserquelle herkommt. Ja. Jetzt weiß ich, wo die Wasserquelle herkommt. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Project Ozone 2. Okay, alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss.